Hallo und herzlich willkommen heute bei mir in meinem Büro. Also, mich beschäftigt ja immer das Thema mit dem Gewicht und mit der Gewichtszunahme. Sobald du 50 plus bist, hast du einfach viel weniger Bewegung und die Tendenz, dass wir das Gewicht zunehmen, ist einfach höher, als wenn wir erst 20 sind. Ich habe einmal so drüber nachgedacht, was eigentlich mein Lebensinhalt war oder meine Lebenslust war, wie ich 20 war. Und es war wirklich so, dass die Bewegung viel einen stärkeren Stellenwert in meinem Leben hatte. Also ich hatte viel mehr Lust und Freude an dieser extremen Bewegung, am Hüpfen, am Springen, am Schnurspringen. Und das ist ja etwas, was jetzt mit 50 plus einfach nicht mehr da ist. So wie ich früher jede freie Minute genutzt habe, um Rollerskaten zu gehen oder um Schnur zu springen, so ist es halt jetzt so, dass ich mich hinsetze und mir Literatur hole, ein Buch lese, recherchiere, nachlese. Und das ist auch kein Wunder, dass ich heute weniger Kalorien verbrauche als damals. Also müssen wir alleine vom Essen her schon viel vorsichtiger sein. Das nächste, was dazu kommt, sobald wir 50 plus sind und unsere Hormone sich umbauen und umstellen, ist da doch tatsächlich so, dass wir in dem Moment, wo wir keine monatlichen Blutungen mehr haben, haben wir circa 300 Kilokalorien weniger Verbrauch. Das bedeutet, wir müssen unsere Ernährung viel vorsichtiger auswählen und zusammenstellen, um nicht in diese Situation zu gelangen, dass wir zu viel essen und immer automatisch jedes Jahr 2, 3, 4 Kilo zunehmen. Und jetzt möchte ich euch eine Möglichkeit zeigen, die ich selber für mich nutze am Abend statt Abendessen. Ich mache mir pflanzliche Eiweißshakes. Ich zeige es euch. Das ist unser Forever Eiweißshake. Mixe ich mit warmem Wasser. Ich gebe einen Schuss Honig dazu, weil ich dadurch diese gute Honigsüße reinbekomme. Und dann gebe ich mir noch Pinienbollen dazu. Pinienbollen sind ja ein ganz ein starkes Naturprodukt. Es zählt ja als Nahrungsmittel, als ganzheitliches Lebensmittel und nicht als Nahrungsergänzungsmittel. Und es ist einfach gut, wenn wir uns von hochwertigen Produkten ernähren. Also ich mixe den Shake mit ein bisschen Honig, warmes Wasser und diesen Pinienbollen und bereite mir ein Getränk damit so. Und mit diesem Eiweißshake habe ich ein sehr gut stärkendes, nährendes Abendessen, das sehr wenig Kalorien hat. Das Shake mit Wasser gemischt, eine Portion, hat nur 90 Kilokalorien. Jetzt kann man auch ein bisschen Honig oder Bienenbollen dazu rechnen oder weglassen. Auf jeden Fall sind wir sehr kaloriensparsam und sehr, sehr hochwertig in den Nährstoffen. Also probier es einfach aus. Guten Appetit, lass es dir schmecken. Bleib gesund. Ich wünsche dir alles Gute. Ciao.